Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Und zwar heute mit einem insane PvE-Gameplay. So was mache ich ja eigentlich nicht. Aber dieser Leona-Skin ist, da werde ich richtig zum Fangirl. Der ist so unglaublich cool, dass ich den unbedingt spielen musste. Und deswegen gibt es jetzt nämlich eine Runde Leona Midlane. Aber dieser Skin, das ist jetzt die Luna-Version. Das heißt, ja, ich habe ja schon mal in dem Video den roten gezeigt. Jetzt haben wir den dunklen. Und diese W von dem Skin ist so insane. Da werde ich richtig zum Fangirl. Aber let's go. Ne, ich glaube, wir gehen auf AP. Die AP-Skanks sind nicht die geilsten, außer auf der Ult. Die Ult hat 80%. Das ist ziemlich cool. Ich denke, wir fangen mal mit E an. Denn ohne E komme ich nicht an ihn ran. Das Interessante ist, dass er hier Dark Harvest spielt. Und weiter interessant ist, dass es abends ist. Wie ihr sehen könnt, Greenscreen ist aus für die Ramontic Plus. Und ich komme gerade vom Sport. Also hier alles, an alles dran gedacht, Leute. Alter, dieser Skin sieht einfach aus wie ein Panzer. Der ist so riesig. Er hat mich so einen Krieger aus WoW oder so. So, den gönnen wir uns. Wir sind jetzt auch Level 2. Wir können jetzt den Engage wagen, Leute. E Auto-Tag, Q Auto-Tag. Das ist die Combo. Listen and repeat. Okay, nevermind. Das war nur, um den Spell mal zu zeigen. Sieht cool aus. Ja, jetzt haben wir dich. Auto-Attack Q. Auto-Attack. 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 Raus. Ja, das war. Und jetzt drehen. Q. Auto-Attack. Auto-Attack. Und jetzt drehen. Und Auto-Attack. Auto-Attack. Und Q. Ah, und Flash. Und das reicht nicht. Aber es war interessant. Aber wir haben ihn gleich, Leute. Was habe ich jetzt geskillt? Oh, einen zweiten Punkt in Q. Das ist natürlich jetzt unglücklich. Das ist jetzt unglücklich. Der pottet. Wir müssen da gleich direkt wieder drauf. Wir haben Electrocute ready. Jetzt! Auto-Attack Q! Bam! In dein Gesicht, mein Freund. In your fucking face. Wo ich mir extrem noch unsicher bin, Leute. Ich glaube, der Skin verwandelt sich mit der Zeit. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, aber als ich den Sonnenskin gespielt habe, hat er irgendwann extrem angefangen zu leuchten. Ich weiß nicht, ob der mit dem Level skaliert oder so. Oder und vielleicht kommt das mit der Zeit, dass der mehr leuchtet. Das sieht auch schon ziemlich insane aus hier. So, wir gehen jetzt erstmal in Flascorino, ein Flakon. Ein Flakon Deluxe. Ja, eigentlich müssen wir auf Schienen gehen, aber wir kaufen erstmal ein Buch. Ne? Ich finde, das hätte auch Diana sein können. Sieht übel wie Diana aus, abgesehen davon, dass das Schild halt, oder dass die halt generell ein Schild hat. Ne, aber ist nicht verkehrt, wie ich hier antizipieren darf. Ja, ich würde sagen, wir geben ihm keine Verschnaufpause. Das ist ganz, ganz wichtig. Keine Auto-Tag QW. Okay, das W kriegen wir wahrscheinlich nicht durch, aber Hang. Oh, riesige Explosion. Das heißt, ich muss es feuern machen. Passt auf, Leute, ich tue jetzt so. Oh, ich habe die W aus Versehen gemissklickt. Okay, er geht direkt in Deckung. Leute, die Frage ist, was wir jetzt maxen. Das ist wirklich die Frage. Wir gucken uns den Rums mal an. Den Rums und Bums. Ich hätte ja gesagt W, so, das wäre das Normalste, aber die W kriegen wir am schlechtesten raus. Ich glaube, mit E kriegen wir auch 40 Damage dazu und da ist ja cool noch. Dann können wir die ganze Zeit engagen, Leute. Ne, das ist es. Ups! Ah, shit, okay. Ne, ich wollte eigentlich auch eh nur die Minions haben. Wir könnten auch gleich für einen Roam gehen. Hier, Grüße gehen raus an meine Mates. Sind alles eingeladene Member vom Hafen Portsinger Club. So. Ja, die Frage ist, wie kommen wir ran hier? Ja, da war gerade eine Möglichkeit. Das Ding ist, er wird immer unvorsichtiger, Leute. Jetzt gleich haben wir ihn, Leute. Jetzt gleich. Ich hab ihn gleich. Jetzt! Ah, ja, ist gar. Leute, man muss aber jetzt auch mal fair sein, ja? Wir haben hier einen Delay von 120. Okay, jetzt aber! Scheiße, er ist Level 6 geworden. Das ist schlecht. Komm, die W noch und raus. Ja! Oh, die war ult! Ja, die Frage ist nur, was ich damit. Ich könnte ihn stunnen. Gestunt und jetzt weglaufen, weglaufen, weglaufen und die E. Okay. Ja, vielleicht kriegt Bart ihn ja noch. Ja! Oh, na immerhin, ne? Jetzt haben wir auch unsere Ultimate. So, die Frage ist, wir brauchen auf jeden Fall Schienen, aber ich krieg kein Geld zusammen. Kaufen wir erstmal Schuhe und mal noch ein Buch. Ne, noch ein Buch ist okay. Und jetzt haben wir halt auch Ultimate. Ne, das wird jetzt auch angezeigt, wer wie viel Gold wert ist. Ach, und übrigens, Leute, es ist hier ein neues PvE-Gameplay, fällt mir ein, ne? Guckt euch die Tür mal an. Das ist hier schon wieder alles komplett neu jetzt hier, ne? So, wir geben ihm keine Verschnaufpause, Leute. Jetzt haben wir ihn. B ist direkt an. Auto-Tag Q und Ultimate. Sengot hat direkt gesessen. B hat auch gesessen. Wir chasen ein bisschen. Wir haben gleich eine Q, Leute. Q, Ignite. Boy, Bitch, bitte, da gehe ich hinterher. W, also E, meine ich. Ja. Bitte, bitte, bitte. Oh, wir haben noch Schild. Sehr schön. Guckt euch diesen Panzer an. GG. Achso, ich muss euch die W übrigens zeigen. Die ist GG. Die ist WWGG. Und das E ist unser Wave-G, ist auch nicht schlecht. Zack, so. Ne, guckt euch das Schild an, Leute. Geil. So. Also, wenn Leona ein Mann wäre, würde ich für sie
quasi auf Männer steht. Na, würde ich machen. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt erstmal Magic Pen Shure. Keine Gnade für den Gegner. Wir könnten auch übel auf Gunblade gehen für den Löschungsschlag. Gunblade Lich Bane. Was sagt er dazu? Ich glaube, das ist nicht so bad die Idee. Wir haben zwar keine AD-Scalings, aber ich habe ein Schwert. Ich glaube, das Schild leuchtet immer mehr mit der Zeit, je mehr wir leveln, Leute. Mit Level 11 rasten wir dann komplett aus im Lightning, I guess. So, wir haben schon wieder Ultimate, was cool ist. Erstmal so. Ja, Whip! Auto-Attack Q und rausgelaufen. Alter, der Schaden. Bam. Ja. Und jetzt der Kometenschlag. Wir warten noch ein bisschen auf Spells. Ah, vielleicht brauchen wir die Ult gar nicht. Vielleicht aber auch doch. Ne, wir haben Leute. Und Whip. Ja, den hätte ich auch genommen, aber ist okay. Yes. So, wir gehen jetzt roam, Leute. Ich habe Bock auf Botlane. Botlane-Massaker. Da sehe ich mich. Wir könnten auch den Jungle abfacken. So ein Rengar. Ich habe nur kein Ignite. Ist ein bisschen räudig. Aber Lust hätte ich, Leute. Ne? Das ist schon die halbe Miete. Was haben wir für einen Tanz? Achso, das war das hier. Das sieht übel weird aus mit dem Kopf irgendwie. Teilweise ist das hier. Das sieht voll komisch aus. Hä? Nee. Nee. Ah ja, geil. Geil, geil, geil. Fango. Fango. Jetzt müssen wir nur noch töten irgendwie. Ja, nur noch nö. Was ist das denn für ein Ding, Alter? Wer bist du? Oh, okay, Gegner kommen. Das ist natürlich... Da ist er. Ich hab'n. Also, fast. Pike. Ja, jetzt ziehen, ziehen, ziehen. Nee, doch nicht. Ja, okay, doch. Ja, nee, doch nicht. Ich habe kein Mana mehr. Ja, doch. Ja, nee. Nee, nee. Ich bin mal raus. Ich brauche Mana, Boys. Und Geld und Items und so weiter. Alter, der Skin sieht ja, das ist ja ein komplettes Fiasko hier. Geht mal weg jetzt, bitte. Wäre das okay für euch? Sind die schneller als ich? Ich bin ein Panzer, aber. Geh weg, stoppen Sie das. Lol, die ist geflasht. Oh, die trifft sogar. Nö. Ich lebe. Lebe. So, schön. Also, okay. Sagen wir okay. Also, da, wenn das nicht krass aussieht, Leute. Wir müssen es nochmal von vorne sehen. Oh mein Gott. So. Jetzt kommt der Burst mit rein. Der Burst-Fakt. Wir könnten auch für den Protonenbelt gehen, Leute. Nee, Gunblade knallt halt, ne? Gunblade knallt halt. So, jetzt müssen wir erstmal wieder jemanden hier zeigen, wie man die Levi... Wir müssen auch hier, das hier, die Stacks sammeln, Leute. Deswegen brauchen wir mal andere als Victor. Die hier, die, dieser Fisch da, dieser Roboterfisch, der hat auf jeden Fall noch eine... Da habe ich noch eine Rechnung offen. To have open a bill, Leute. Da ist aber auch Kollege Breitenfuß. Ich könnte ihn einfach mal ulten. Oder ich mache einfach so. Na gut. Hab! 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 Feuer! Ignite! Brenn! Schön! Also Ignite war vielleicht ein bisschen Overkill, aber eigentlich auch nicht, weil ich hatte nichts mehr. Jetzt gehen wir direkt nochmal Botlane. Oh, hier kommt so ein Ding vorbei, so ein Federflugschuss. Ich glaube, hier ist auch noch ein Ward drin, oder? Na, jetzt kann ich den bestimmt engagen, weil er denkt, der trifft mich eh nicht und dann treffe ich sie aber. Ihn. Ha! Auto-Attack Q! Ja, Heal. Ihr habt zwei Heals und keiner benutzt es. Also es war auch ein bisschen Int. Ja, aber ich wollte zeigen, dass ich treffen kann. Naja, wir haben einen Assist bekommen und einen Stack. Schön. Ja, jetzt, ich bin hier, Bro, go. Ja. Geil und gesnackt. Richtig, das ist Teamwork, meine Freunde. So, wir müssen jetzt jemanden engagen. Auf S-Wert ich übel Bock. Later AD Carry, sage ich da. Der freut sich. Der Oh Leute, diese Ult sieht so komisch aus. Ja! Oh nö. Flashback. Richtig, das ist Teamwork, meine Freunde. Oh, er hat mich outplayed. Nicht mein Assist. Stun ist drauf und weh. Stun into wegrennen. Wir könnten gleich nochmal stunnen. Wir brauchen mehr CDR, Leute. Geht mal gucken, ob. Ja, brauchen wir gar nicht. Ah, okay. Ja. Bro. Bro, 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 bro. Oh Gott. Ja, ich zeig dir mal, wie das geht. So geht das nämlich. Wow! Schön! So, jetzt probieren wir Flash into E. E into Flash meine ich. Okay. Na, meint. Aber ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir sind dabei. Und du wirst jetzt verlieren. Q. Putz. Und Out Attack. E. E into Laufen, into Auto-Attack, into Q. Ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen. Chasen und Basen und Lasen. EW ist an und Down. Rechtschaffenes Messer der Zerstörung. Ich komme. Alter, die Cooldowns sind immer da. Ich bin dabei, Bro. Mach was Geiles. Mach was richtig Heftiges. Bro, mach was Geiles.
Bro, geh deep. Bro, geh deep. Da mach ich das. Okay, na und. Ja! Later! Oh, ehrlich. Frage ist, ob die hier Vision haben. Potenziell ja, aber vielleicht nicht hier. Wieso kann ich nicht laufen? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja, schade. Ich glaube, meine Freunde, das wird es dann hier jetzt und leider gewesen sein. Denn dieses Spiel scheint abzubrechen, beziehungsweise der PBE-Server ist wahrscheinlich down. Tut mir übel leid, aber ich muss sagen, der Skin ist super cool und ich glaube, mit Level 16 wird er sich nochmal etwas verwandeln. Vielleicht erzähle ich auch mega den Müll. Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren. Vielleicht ist aber sowas Ähnliches schon mal zwei Leuten aus Guatemala widerfahren. In Texas und Ozeanien. Ne, wer weiß es. Ob es wahr ist oder nicht. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Greed Factor DX. The Voice of Germany, Supermodel, sucht Tobi.